Castrop-Rauxel in den 1950er Jahren. Eine wachsende Industriestadt auf dem Weg zu einem lebenswerten Wohnort? Der Filmemacher Herbert Theiss hält den Wandel von Stadtlandschaft und Gewerbestruktur auf Film fest. Seit Beginn der Industrialisierung durchlief Castrop-Rauxel, wie so viele Orte im Ruhrgebiet, eine rasante Entwicklung. Bergbau und chemische Industrie wurden zur wirtschaftlichen Grundlage der 1926 entstandenen Stadt an der Emscher. In der Wirtschaftswunderzeit der 1950er Jahre war der Bedarf an Arbeitskräften hoch und die Konkurrenz unter den Ruhrgebietsstädten groß. So gab die Stadtverwaltung einen Film in Auftrag, der nicht nur die erfolgreiche Industrie mit ihren guten Arbeitsbedingungen vorstellte, sondern Castrop-Rauxel vor allem als lebenswerten Ort präsentierte, mit modernen Wohnungen, vielen Freizeitangeboten und Erholungsmöglichkeiten. Seine Premiere feierte der Film am 10. August 1956 im City-Filmtheater. Damals sollte er ein Idealbild der Stadt zeichnen. Heute ist er ein spannendes Zeitdokument, das uns den Wandel der grünen Insel im Schwarzen Revier vor Augen führt. Zwischen Ruhr und Lippe, dort, wo sich die Ruhrberge hinabsenken in die Tiefebene des Münsterlandes, liegt im Herzen des westfälischen Industriegebiets eine Stadt von besonderer Eigenart, Castrop-Rauxel. Wie eine grüne Insel liegt sie da, umgeben von einer gewaltigen Industrielandschaft von rauchenden Schloten und Kohlenbergwerken, die diesem Land den Namen Schwarzes Revier gaben. Eingebettet zwischen weiten Feldern und ausgedehnten Waldgebieten. Noch heute finden wir in dieser Stadtlandschaft überall Erinnerungen aus alten Zeiten, da hier nur Bauernland war. Wasserburgen zeugen von stolzer Vergangenheit. Von besonderer Schönheit ist das noch heute in seiner ursprünglichen Art erhaltene Schloss Bladenhorst. Ein neueres Adelsschloss ist Haus Durlow. Erstmals im Jahre 834 erwähnt, stand die Bauern- und Handwerkersiedlung Castrop schon über 1000 Jahre, bevor die Industrie hier einzog. Vor etwa 100 Jahren begann der Bergbau, das friedliche Bild dieser Landschaft zu wandeln. Mehr und mehr tauchen seitdem zwischen alten Bauerngehöften die Zeichen der Industrie auf. Rauchende Schlote, Fördertürme und Industrieanlagen geben der Landschaft ein neues Gesicht. Mit der Ausdehnung der Industrie wuchs die Stadt rasch heran. Von nah und fern strömten Menschen herbei, um hier lohnende Arbeit zu suchen. Moderne Bauten und breite Straßen begannen das geruhsame Bild der kleinen Stadt zu übertönen. So entstand in sprunghaftem Tempo die Industriestadt Castrop-Rauxel, die dennoch immer eine Industriestadt im Grünen blieb. Ihr Rennreiterbrunnen ist auch heute noch das einzige Denkmal, das in Deutschland dem Rennsport gewidmet ist. Bunt bewegtes Leben wogt auf dem Castroper Markt, der alte Tradition hat. Der Steinkohlenbergbau gab die Grundlage für den wirtschaftlichen Aufschwung von Castrop-Rauxel. Der Bergmann, der in gefahrvoller Arbeit die Kohle bricht, hat zu dieser Aufwärtsentwicklung wesentlich beigetragen. Die Hälfte aller Werktätigen arbeitet hier im Bergbau. Zu den Zechen kamen Kokereien. Als Vorstufe der modernen Kohlechemie erhielten ihre Erzeugnisse wie Gas, Teer, Rohbenzol, Schwefel und Ammoniak wachsende Bedeutung als Ausgangsstoffe für die Produktion von Arzneien und Farben, Treibstoffen und Düngemitteln. Mit dem Kohlenbergbau verband sich die chemische Großindustrie, die aus Koks, Pfenngas, Stickstoff, Düngemittel und andere Kohlenwertstoffe erzeugt.
Aus Kohle und Luft entsteht hier in einer Vielzahl physikalischer und chemischer Vorgänge wertvolle Pflanzennahrung. Eindrucksvoll ist die Dynamik der Großindustrie, die auch den Künstler immer wieder zu neuem Schaffen anspornt. Der schnelle Arbeitsrhythmus beim Bau moderner Wohnungen und Werksanlagen erfordert große Mengen Betonsteine. Vollautomatische Maschinen formen das Material. Ein neues Erzeugnis für die Industrie sind Spiralnahtrohre, die in Europa nur hier in einer neuen Schweißtechnik hergestellt werden. Frauen und Mädchen finden in der Bekleidungsindustrie lohnende Beschäftigung. An der Autobahn Köln-Berlin gelegen, fügt sich Castrop-Rauxel in den pulsierenden Strom des Großverkehrs ein. Nicht weniger wichtig für das Wirtschaftsleben ist die Lage an der großen Wasserstraße Rhein-Elbe-Kanal. In großen Industriehäfen werden Kohle, Baustoffe, Düngemittel und sonstige heimische Erzeugnisse verladen. Weit bekannt als Wunderwerk der Technik ist das Schiffshebewerk Henrichenburg, eine Anlage, die in Westdeutschland einzig ist. Sie überwindet einen Höhenunterschied von 14 Metern. Fortschritt hat es im sozialen Wohnungsbau gegeben. Besonders für den Bergmann, der früher in lieblosen Kolonien leben musste, sind neue, in grün gebettete Siedlungen entstanden, die sich vielfach inmitten alter Baumbestände weiträumig ausdehnen. In der Sorge um den bergmännischen Nachwuchs entstanden Jugenddörfer, in denen auswärtige Jungbergleute in Familien betreut werden. In Gemeinschaftshäusern, Bastelwerkstätten und Sportanlagen finden sie Freude und Entspannung nach schwerer Arbeit. Auch die Schuljugend bekam lichtdurchflutete Schulhäuser, in denen das Lernen eine Freude ist. Große Freibäder, die reizvoll in Grünflächen und Parkanlagen eingebettet sind, bieten fröhliche und erholsame Stunden. Eine alte Sporttradition lebt in den von dem Industriepionier des Ruhrbergbaus, William Mulvaney, 1872 begründeten Castroper Rennen weiter. Weit über die Grenzen Westfalens hinaus bekannt geworden, sind sie auch heute immer wieder ein Ereignis. Das hügelige Wiesengelände von Goldschmieding gilt als bedeutendste Naturhindernisbahn Westdeutschlands. Das schwierige 4,5 Kilometer lange Geläuf stellt kühnste Anforderungen an Pferd und Reiter. Stolz darf sich Castrop-Rauxel Europastadt nennen. Unvergessen bleibt, dass sich hier im Jahr 1950 die Bevölkerung mit der überwältigenden Mehrheit von über 95% für ein vereinigtes Europa entschied. Mit gleicher Entschlossenheit nahm sich die Bevölkerung auch der Vertriebenen aus dem deutschen Osten an. So übernahm die Stadt die Patenschaft für die in der Grafschaft Glatz liegende Bergarbeiterstadt Neurode und lädt alljährlich zu einem Heimattreffen ein. Castrop-Rauxel ist auch der Sitz des Westfälischen Landestheaters, eines Wandertheaters von beachtlichem Niveau, das von hier aus etwa 50 theaterlose Städte im westfälischen Raum bespielt. Zu den ehrwürdigen Zeugen der Vergangenheit zählt auch der alte Rittersitz Goldschmieding. Sein kunstvoller Renaissance-Kamin aus dem Jahre 1597 zeigt in reichem Reliefschmuck Motive aus der Antike.
Heute treffen sich hier Menschen aller Nationen zu Gesprächen über Wege zur Erneuerung der Welt. Freunde der Gesellschaft der moralischen Aufrüstung kämpfen hier für eine Völkerverständigung und sozialen Frieden. Hochinteressant ist ein Blick in das Gästebuch. Das Landschaftsbild aber hat hier weitgehend seine Ursprünglichkeit erhalten können. Immer wieder entzücken uns idyllische Bilder von Parkanlagen und aus der Natur. Bilder von eigenartigem Reiz, die sich in der Landschaft einer spannungsreichen Industriestadt unberührt erhalten haben. Auf einsamen Wegen wandern wir durch herrliche Buchenwälder und über bewaldete Höhen, erfreuen uns an der vielgestaltigen Pflanzenwelt, an Königsfarnen, Riesenschachtelhalmen und immergrünen Ilexbüschen, eine Naturbegegnung von urwüchsiger Kraft. Grüne Insel im schwarzen Revier.